gestern und heute tritt so ein Phänomen auf. Nach dem Essen, so eine halbe Stunde, kommt ein Schmerz. Also ich, es fühlt sich so, ob das mit dem Essen was zu tun hat, so hier irgendwo im Hals, irgendwas so ganz, ganz Unangenehmes. Aber es ist eher so wie ein Krampf. Du hast ja heute von dieser diesen Versuch im Außen eine Erlösung zu finden, wo aber das andere Teil an der Ungelöstheit interessiert ist. Das heißt, eigentlich ist diese ganze Strategie, woanders was zu suchen, ja nicht mit Erlösung oder Liebe zu tun hat, sondern mit der Vermeidung von dem, was ist. Das heißt, wenn bei mir jetzt ein Angst und danach so ein Schmerz hochsteigt, das nehme ich so wahr, ob guck da nicht hin. Das heißt, das ist genau die gleiche Strategie, bloß halt mit Hilfe von Angst. Also das System kreiert Angst und Schmerz, um dass ich da, also das, was ist, gar nicht anschaue. Und das kann ich dann auch noch verbinden, wenn eine Erfahrung, sagen wir mal, die angenehm ist, dann aufhört, dann kommt plötzlich dieses Syndrom. Also, was ist denn das dann dazwischen, was dann diese Reaktion, diesen Angst und Schmerz dann, also mich zu dem Schmerz greifen lässt? Das sehe ich nicht. Dafür braucht es eigentlich nichts, weil einmal ist die Erfahrung von ich will was und das, was ich tue, dient mir. Wenn die zu Ende ist, beginnt die nächste und die ist dann eben das, was dann als nächstes aufsteigt. Da gibt es keinen dazwischen. Also es gibt keinen Bestimmer dafür oder keinen noch so gearteten Einfluss auf das, was dann als nächstes passiert. Das passiert einfach. Gibt keinen dazwischen. Also das ist praktisch, was jetzt läuft, ist auch so eine Erfahrung. So wie die davor angenehme, ist jetzt halt mit Schmerz, was ich selber kreiere, aber das ist auch halt eine Erfahrung. Na gut, du kreierst ja selber gar nichts. Mhm. Sondern es passiert. Also alles, von dem wir denken, dass wir es tun oder kreieren oder bestimmen wir ja nicht. Es taucht einfach nur auf und der Gedanke, dass wir es kreieren, ist die Idee, dass wir es gemacht haben, was davor schon war, während der Gedanke erst nach dem Ereignis auftaucht. Ich war es. Also das heißt, du reklamierst etwas für dich, was du tust oder vermeidest. Oder wir sagen das dann so, es ist eine Vermeidungsstrategie. Aber all das ist einfach nur so etabliert, weil irgendwann mal eine Reaktion auf etwas passiert ist und sich das etabliert hat im System. Und dann gibt es Phasen, wo das auftaucht, dieses Nein zu dem, was ist, oder ein Ja zum Schmerz sogar. Und dann taucht es wieder ab und dann taucht was anderes auf, ein anderer Aspekt von dir, der zu der persönlichen Struktur gehört, zu der diese Ich-Idee sagt, das war wieder mein Meines. Ja. Es ist einfach immer nur ein Ereignis. Du bist ein Ablauf von verschiedenen Ereignissen. Wäre das soweit okay? Mhm. Also, da ist keine Bedeutung drin, nichts, was du anders machen könntest, genau genommen. Nichts, was du vorher bestimmt hast, was nicht in Ordnung ist, weshalb du es jetzt in Ordnung bringen musst. All das nicht. Und einfach unterschiedliche Abläufe, die dann eben an Energie verlieren, während sie sich ausdrücken. Und wenn die Energie dieses Momentes, der dann da aufgetaucht ist, vorbei ist, taucht das nächste auf. Das nennen wir dann selbstbestimmtes Leben. Ist es nicht. Aber es ist auf der Ebene von der Idee, dass wir jemand sind, natürlich damit verknüpft, dass wir glauben, dass wir es machen. Und auf der Ebene müssen wir es uns auch anschauen und auflösen. Also wir können nicht einfach das übergehen, wie viele das machen. Die glauben, Advaita ist eine super Übergehungsstrategie, indem man einfach sagt, ich bin auf der anderen Ebene und das bin ich ja alles nicht. Aber im Untergrund gärt dann natürlich das, was die Ich-Idee für sich interpretiert. Und von daher ist dauernd
eine Färbung von dem, was an der Oberfläche passiert und auch für das, was die Ausrichtung auf das Höchste ist oder in Frieden sein, ist getrübt durch die Geschichten der Ich-Idee. Daher müssen die leider verstanden und dann auch aufgelöst werden. Als genau genommen nicht existent. Dahin bewegen wir uns ja immer zu oder darauf bewegen wir uns immer zu. Das wird letzten Endes sehen, ist alles nicht existent. Alles nur ein Gebilde, basierend auf der Idee, ich bin jemand und habe bestimmte Prägungen und die zwingen mich dazu, so und so zu sein und dann bestimme ich deswegen mein Leben so und so und so und so. Passiert aber nicht so. Also mit anderen Worten, wir müssen zwischendurch so tun, als wären wir die Person, um diese Ebenen aufzulösen. Ja? Denn nur aus der Sicht der Person oder der Ich-Idee gibt es ja Probleme. Aus der anderen Sicht gibt es überhaupt keine Probleme, weil es ja nicht mal eine Idee einer Person gibt auf der Ebene. Also deswegen kann es trotzdem sein, dass du dir dann anschauen musst, was du nicht verbrochen hast sozusagen. Ja? Also was nicht deines ist und, oder deine Schuld oder deine Bestimmung. Was in dir auftaucht und damit beschäftigen wir uns. Wir interpretieren ja irgendwas, was niemand wirklich verbrochen hat und trotzdem, weil die Idee da ist, man hätte es verbrochen, muss man sich es anschauen, auf dieser Ebene und auf der auch erlösen und als nicht existent durchschauen. Also könnte sein, du müsstest dir dann anschauen, warum taucht dann dieser Impuls auf oder was ist das mit dem Schmerz oder ist Nahrungsaufnahme vielleicht für dich Schmerz, weißt du, was vielleicht vorher nicht war. Vielleicht hat man dir vorher mal, so wie Entenstopfleber gemacht wird, das Essen reingezwungen, weißt du, wer weiß. Und dann kommt das jetzt dann in Form dieser Erscheinung wieder hoch. Mhm. Könnte sein. Dir war nicht nach Essen und es war Zeit und deine Eltern wollten, oder deine Mutter wollte ins Bett, weil sie sagte, alle 2 Stunden, wir hatten es ja heute, die Mira ist ja in dem Stadium drin, dass sie sagt, Mensch, ich musste schon wieder alle 2 Stunden auf, weil der Kleine da, der hat mich gezwungen, da aufzustehen, der muss was essen. Und vielleicht hat man dann gesagt, so, also wenn ich dem jetzt was zu essen gebe, ja, wir haben jetzt 8.40 Uhr oder so, und ich will aber jetzt die Nacht durchschlafen, dann gebe ich dem jetzt mal eine Dosis und er schreit nicht nach Essen und ihm ist auch nicht danach, aber eben stopfe ich das mal so rein, wer weiß. Könnte sein. Und vielleicht ist es auch mentale Nahrung, dass man versucht hat, dich irgendwie da zurechtzustutzen und du empfindest es so, als hätte man dir das reingezwungen. Und kann alles sein. Verrücktesten Sachen. Es fühlt sich auf jeden Fall, wenn ich das beobachte, soweit es möglich ist, weil es fast unmöglich ist. Es fühlt sich wie eine Panik. Also es ist ein Krampf, wenn ich mich an den nähere, das ist Panik. So ein Krampf aus Panik. Also es ist schon alles versucht, da einfach nicht hinzugucken. Ist auch nicht viel möglich. Ich gucke das an und das so wie ob das brennt. Brennt, diese Panik brennt und. Ja, schwer zu sagen. Weiß ich nicht. Aber es ist ja eigentlich nicht so wichtig, wie das zustande gekommen ist damals, sondern jetzt einfach dann damit zu sein und das halt so verbrennen lassen, bis es sich dann irgendwann verbrennt. Naja, es hilft schon, wenn man es weiß, was war. Dann ist es leichter zu sehen, welcher Mechanismus nach wie vor in dir im Gange ist. Aber wir können genauso, weil ja die, wie schon oft gesagt, die Mechanismen sich so erhalten, wie sie waren und man eigentlich immer noch da drin ist als Erwachsener, kann man also sehen, wie was jetzt ist und dann daraus schließen, was damals gewesen sein muss und was die Idee dahinter war, die man damit immer noch verknüpft. Ja, denn heute verknüpfst du ja nicht bewusst eine Idee mit dem, was da passiert, sonst wüsstest du es ja. Ja. Aber damals hat man das und da aber, wir können oft, und das passiert ja im Satsang immer wieder, dass wir dann wirklich daraus schließen können, was dann wirklich gelaufen ist. Das kann man schlussfolgern oder raten manchmal oder davon ausgehen, wahrscheinlich ist es wahr und dann sehen wir es ja oft, ob es stimmt oder nicht.
Also mit anderen Worten, so wie du sagst, wenn also alles, was danach ist, von früher und noch läuft, das ist heute dann auch und verfolgt dieselben Ziele im Grunde genommen. Also brauchen wir heute nur genau schauen, so wie läuft es denn, was sind meine Befindlichkeiten oder was sind die Gründe, die ich jetzt empfinde, weshalb ich jetzt da diese Reaktion in mir wahrnehme und so weiter. Auf diese Weise dann da schauen. Und dann kommt man dahinter. Das ist nicht schwierig. Nicht schwierig. Manchmal ist nur der Moment noch nicht da, dass es sich enthüllen kann, weil es noch zu sehr geschützt ist. Ja. Auf jeden Fall merke ich, dass es etwas mit nicht fühlen wollen zu tun hat. Irgendwas schützt das System so. Also ich nehme eher wahr, dass es sich verengt. Ja, total verengt und so, als würde da, wäre da kein Atem mehr möglich. Eher so. Aber das ist die Wahrnehmung von hier, muss nicht stimmen. Ja, die Verkrampfung und diese Verengung ist ja ein Schutz gegen etwas. Und was? Nein, das weiß ich nicht, ob es ein Schutz ist. Ich kann ja sein, dass da eine Verkrampfung war, ohne dass die Tendenz war, sich zu schützen. Kann auch sein. Wozu kann Verkrampfung noch dienlich sein? Keine Ahnung. Ein Reflex des Systems. Auf etwas. Also gut, wir können sagen, natürlich ist es immer ein Reflex, weil es mit dem, was ist, nicht sein kann. Also könnte irgendwas zu essen sein, was du gar nicht vertragen hast, zum Beispiel. Ja. Allergie oder was auch immer. Dann ist es in dem Sinn kein Schutz, sondern dass dann dein System hat dann reagiert und kommt damit nicht klar. Könnte man natürlich sagen, ja, es schützt sich. Ist eine Allergie ein Schutz? Eigentlich nicht. Allergie ist eigentlich eher eine Unverträglichkeit, die darauf hinweist, dass man, ja, eher eine Aggression unterdrückt. Ja, Autoaggression ist das eher das Thema. Aber das ist jetzt, das kann ich da jetzt nicht greifen, das ist zu weit weg dann thematisch, nur theoretisch. Ein Hinweis, es ist nicht alles nur jetzt ein Schutz des Systems. Ja. Manchmal gibt es andere Gründe. Meistens stimmen die verrücktesten Szenarien am ehesten. Also kann ja sein, dass es in dir auch eine Verweigerung in Bezug auf Nahrung gibt. Ja, ganz ja, früh. Stimmt. Ganz früh. Und auch vielleicht so ähnlich verknüpft, wie es bei Devagita war, in Bezug auf nicht hier sein wollen, keine Nahrung aufnehmen wollen oder damit eigentlich Lebensverweigerung. Ja, das Essen verweigere ich ja nicht sofort. Erst später, nachdem dieser Sättigungspunkt erreicht ist und dann, das bringt ja mit sich dann so eine Schwere. Das heißt, das ist wie so eine kleine, kurzfristige Regression, wo ich dann wirklich im Körper ankomme und Körper fühle. Und das kann schon damit was zu tun haben, dass ich ja überhaupt Körper, also das Menschsein im Körper als ja, totale Verengung, Begrenzung empfinde und dass ich damit überhaupt nicht einverstanden bin. Da würde ich mich nicht mitgehen jetzt. Das ist mir zu weit weg von der Thematik. Das wäre zu weit weg. Dass nur das Empfinden von Sattsein dann eine zu starke Enge in dir produziert, das tun eher andere Aspekte, also wie zum Beispiel Angst. Oder Minderwert und dass es niemand sehen soll, also Minderwert in Verbindung mit Angst. Eher das, nicht in Bezug auf Essen, dass das so einen starken Krampf bewirken kann, nur weil du spürst, da passiert jetzt was und es fühlt sich nicht mehr so frei an wie sonst. Weil dann müsstest du vorher empfunden haben, dass es sich vorher frei anfühlt und dann wärst du im Körper, um das wahrzunehmen, dass es sich frei anfühlt. Eher nicht. Aber du siehst, wir raten zu sehr. Also es ist eher besser, dass du es für dich
schaust, wie heute dein Befinden ist bezüglich Essen, was Essen während des Essens in dir auslöst, dass du da bewusst bist und dir das anschaust, wie das ist, wenn man Essen zu sich nimmt. Für manche ist es schrecklich. Es gibt ja Menschen, die es zu sich nehmen und gleich wieder erbrechen. Ja. Das ist ja zum Glück nicht so bei dir. Noch nicht. So. Nicht noch nicht. Du meinst, wenn du damit noch nicht genügend Aufmerksamkeit verlierst, dann hast du noch was anderes auf Lager und kannst es noch steigern, dass man dich dann wahrnimmt. Oder empfindest du es als so essentiell oder existenziell sogar? Nein, dass wir immer Aufmerksamkeit kreieren, das klingt irgendwie näher. Mag sein. Muss aber nicht, weil es gibt manche Dinge, die verfügen einem Schmerz zu und da ruft man nicht unbedingt gleich oder muss man nicht unbedingt gleich danach rufen, dass jemand kommt und hilft. Aber wer weiß. Schau dir an, wie du zu Essen stehst, wie du zu Nahrung stehst oder am Leben erhalten sein stehst. Ja? Am Leben teilnehmen. Das ist, was Nahrung ist. Ja, und was war unsere erste Begegnung? Eine Katastrophe. Nein, ich meine, Muni, ich will da nicht mehr. Ich will da, in die Erleuchtung. Also ich bin damit nicht einverstanden. Ja, ja. Da wollte ich ja raus. Das ich weiß nicht mehr, ob das so war, dass du da unbedingt raus wolltest oder einfach nur dahin. Aber natürlich kann man sagen, wenn man sich in sich nicht wohlfühlt, will man gerne irgendwo anders hin. Ja. Ja. Ja, dann sind wir da doch näher bei der Thematik, die Lebensverweigerung. Weshalb du ja auch anfangs sehr euphorisch und gut drauf und so weiter warst und in anderen Sphären geschwebt hast und dich nach und nach die Realität des Hierseins und deiner Themen eingeholt hat und dann Ernsthaftigkeit und auch ein Frust aufgetreten ist. Ja. Das hat sich ja stark gewandelt innerhalb kurzer Zeit. Was darauf hinweisen kann natürlich, dass du dich in dieser Form nicht besonders wohlgefühlt hast und dass viele Umstände dazu beigetragen haben, dass du das so empfunden hast. Ja. Würde dazu passen, dass mir dir das Essen reingezogen hat, während du früher sagtest, ich will nicht essen, ich will gar nicht hier sein. Stehst du, oder dich da verweigert hast. Und da können Eltern schon ganz schön massiv Druck ausüben. Ja. Und natürlich ist alles gut gemeint. Klar. Aber du sollst ja leben. Was machen wir jetzt? Nichts, wir machen gar nichts. Wir schauen es uns nur an. Und ja, wenn wir es rausfinden, ist gut. Wenn nicht, warten wir bis zum nächsten Moment. Was haben wir denn? Ja, wir haben jetzt den Fakt, du isst und danach bekramst du. Tja. Und du bist am nächsten dran an diesem Ereignis. Das heißt, du müsstest oder wäre das Beste, du könntest dich darin beobachten, wie das abläuft und wie deine Empfindungen dabei sind. Und dass du, wenn du merkst, dass du da rausgehst aus der Form, dass du dich zurückholst und wirklich schaust, was geht in dir vor. Und dann kannst du auf das schließen, was in dir passiert. Ab und zu, wenn ich konzentriere meine Aufmerksamkeit auf Atmen, einfach dieser Atemzug ist so schrecklich, also panische Panik ist da, wenn ich einfach das beobachte, dieser Atemzug. Das ist ähnlich so jetzt mit dem, also das Ankommen im Körper, komplettes Ankommen, den Körper so überall zu fühlen, das
ist mit Panik irgendwie verbunden. Das ist unangenehm. Ja, es deutet ja vieles darauf hin, auf das, was wir eben schon eine Weile sagen, nämlich, dass da eine Art von Lebensverweigerung ist. Denn wenn man sich auf seinen Atem fokussiert, hört das Denken auf und das System entspannt sich. Also es passiert genau das Gegenteil von dem, was du beschreibst. Das ist eine Technik oder ein Mittel, das man nutzen kann, um aus dem Denken zu kommen und in Frieden und auch eben der Form zu sein, nicht irgendwo anders mit seiner Aufmerksamkeit, sondern da. Weil dann das, was man sonst als unangenehm empfindet, nicht ist. Bei dir scheinbar genau das Gegenteil. Und bist du dir da sicher? Ja, auch jetzt gerade. Es fühlt sich wie der Tod. Und wo bist du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit? In welchem Bereich des Körpers? Ja, hier. Da, okay. Ja, da spüre ich ja auch. Also das sagte ja, dass da Atemnot ist auf der Ebene, da. Aber dann schau mal hier, weil wenn du sagst, allgemein im Körper sein oder dich auf den Atem fokussierst, schau mal dort und schau mal auf den Atem, nicht auf die Enge hier. Verstehst du? Weil wenn du dich auf die Enge fokussierst, ist klar. Wenn ich entsteht hier Panik. Schau, dann kommt so laut irgendwas, dass ich da gar nicht kann, weil irgendwie dazwischen ist das. Also diese Verkrampfung ist vielleicht, also verhindert dieses Absinken ins Herz, dieses. Aber das ist nur etwas, was du glaubst. Ja. Und nicht real, weil dein Bewusstsein ist überall und es braucht nicht diesen Weg von hier nach da, um dorthin zu gelangen, sondern es kann es von innen tun, von jeder anderen beliebigen Position aus auch. Das ist nur eine Frage des Wollens. Da in Gießen, diese Tränen, das war ja auch, ich habe gesagt, ich bin nicht ganz da, irgendwas lasse ich nicht zu und dann hast du mich hingeführt und dann bin ich zusammengebrochen. Also, diese Blockierung von diesem Ankommen im Herz, das ist doch das, was bei mir ständig passiert. Ja, aber ich glaube, dass du das auch bedienst, und weil es ist ein leichtes, im Herzen zu sein. Vor allem, wenn man schon mal darin war, so wie du. Ja, und warum kommen dann Tränen, wenn ich da ankomme und ansonsten kann ich gar nicht da? Naja, weil in dir eigentlich die Trauer ist, dass du da bisher nicht sein konntest, aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen ist natürlich Trauer und Verzweiflung da, die das dann überlagert. Aber wenn du versuchst, von außen da dran zu kommen, durch die Schichten der Überlagerungen, ist es unklug, weil du kannst nicht bestimmen, dass du das, was da jetzt davor zu sein scheint, auflöst. Einfach durch deinen Willen. Aber du kannst ins Herz gehen, indem du einfach von innen da bist. Letzten Endes bist du ja da schon und du musst dir nur dessen gewahr werden, dass du da bist. Das ist im Herzen sein. Also schau doch mal jetzt, wie es ist, wenn du von innen, also hier von innen, weil du kannst einen Bruchteil eines Bruchteils einer Sekunde kannst du mit deinem Bewusstsein irgendwo sein und das kannst du auch von innen tun, kannst bestimmen, dass du von innen dein Herz spürst oder dich dem öffnest, was da ist in deinem Herzen. Probier es mal aus.
höre. Ja, da weitet sich Jesus. Ja. Es ist eine Sehnsucht zu spüren, die also im Herzen zu sein, und es ist auch zu spüren, dass da viele Blockierungen halt da sind. Ja, aber wenn es möglich ist, trotz der Blockierung da anwesend zu sein, siehst du ja, es ist eine Öffnung und eine Weitung. Und inwieweit können dich dann diese Ideen von den Blockierungen oder die wirklichen Blockierungen davon abhalten, da zu sein? Weil es ist das eine, sich auf die Qualitäten zu besinnen, und das andere ist, immer dahin zu gehen, wo die Probleme sind. Ja? Vielleicht suchst du sie. Die Schwierigkeiten. Das kann man ein Leben lang machen. Auf dieser Ebene gibt es immer irgendwas, wo es klemmt, sich nicht gut anfühlt, nicht so frei oder nicht so, wie man sich das denkt oder wünscht. Irgendwann muss man diese Ebene verlassen, des dauernden Schauens, was im Körper irgendwo wahrnehmbar ist, weil wir sind nicht der Körper. Und uns damit dauernd zu beschäftigen, ist nicht sinnvoll. Nur so lange, wie wirklich für uns klar ist, was da läuft, sodass wir das lassen können, was da läuft, nämlich die Beschäftigung mit der Form und die Bestätigung davon wieder. Und dann aber die Finger davon lassen, aufhören damit. Aber es ist ein ständiges Tun, und wir sind kein Tun, wir sind Sein. Und im Tun bestätigt sich immer diese Idee von Ich, im Sein kann sie sich nicht halten. Also niemand wird jemals alles in seiner Form erlösen. Ja? Niemand. Außer vielleicht im letzten Moment der Existenz hier, bevor der Körper sich zerlegt. Ja, weil dann ist jeglicher Halt, der dich an diese Dimension und Form und den Ausdruck bindet, nicht mehr da. Das kann sein, wenn da vorher nicht mehr viel war, an dem Anhaften geschehen konnte oder irgendwelche Prägungen sich ausdrücken. Aber für wen? Nicht für jemanden, der noch lebt. Aber wenn, es muss jetzt nicht so sein, ich sage das auch jetzt auch allgemein, aber auch zu dir, wenn natürlich die Tendenz die ist, die Form und die Möglichkeiten, sich in ein Dilemma zu stürzen, damit verknüpft sind, dass man damit was erreichen will, dann ist es ein Mittel, das so zu versuchen. Wie geht's dir jetzt? Ja, hier ist irgendwie ein Knoten. Ja, und wenn du dich damit nicht beschäftigst, was ist dann? Die Weite.
wenn man so eine Empfindung hat, wie du es eben beschrieben hast von einem Knoten, ist es nicht unbedingt immer gesagt, dass es jetzt etwas ist, was eine Behinderung ist, die nicht gehen will, sondern möglicherweise, dass dein System von innen daran arbeitet, gerade was aufzulösen. Das kann sich auch so anfühlen, wie ein Knoten. Ja? Dass sich dann diese Energie da einfach staut und es eine Weile braucht, bis sie sich wieder verteilen kann. Das ist nicht alles jetzt in dem Sinne eine Blockade, der wir uns dann widmen müssen, indem wir da drauf schauen und uns fühlen und so weiter. Manches, eigentlich alles, was da in dieser Form oder Art auftaucht, verschwindet, wenn wir uns damit gar nicht groß befassen. Also es weder unbedingt wollen als gutes Gefühl, noch es ablehnen als was Unangenehmes. Und du siehst ja, es verschwindet dann einfach, weil das ist der Lauf der Dinge. Alles, was auftaucht, muss auch wieder abtauchen. Entscheidend ist, ob die Möglichkeit besteht, bei sich zu bleiben oder im Herzen zu sein oder sich auf das Höchste zu fokussieren, ohne sich groß ablenken zu lassen. Und wenn da etwas ist, was wirklich nach starker Aufmerksamkeit schreit, dann ja, sich dem dann widmen und schauen, was es ist und oder herausfinden, was es ist. Ansonsten besser nicht berühren, gar nicht berühren. Und es vergeht wieder. Ja, denn jetzt ist es weg hier, ja, im Hals. Ist ja nicht mehr da, vielleicht noch ein bisschen. Ja, es ist so mehr so. Ja. Aber nicht mehr so präsent. Also das andere ist jetzt auch präsent. Mhm. Also zumindest gelingt es mir daraus jetzt kein Drama zu machen und sich weiter daran zu verwickeln, dass es dann nicht mehr geht. Ja, die Tendenz ist in dir. Wir haben das schon mal gesehen, auch als wir in Nürnberg waren. Ja. Das ist gut, das zu beobachten. Also wenn das anfängt, wie die Tendenz losgeht, da sich in was reinzusteigern und du dann ja wohl in irgendeiner Not bist, weshalb du es tust. Ja, oder das alte Programm läuft, was du nur in Not Beachtung findest. Müssen wir noch mal rausfinden, oder auch nicht. Schon wie eine Verkrampfung wahrnehmbar, weil es sich dann, wenn es sich dann löst, dann merke ich ja, wie das irgendein unsichtbarer Knoten sich einfach so auflöst. Und beim Auflösen kann es sein, dass diese Tränen kommen oder also das merke ich einfach. Ja, wir behalten es im Auge. Auch die Tendenz zur Übersteigerung oder der Übertreibung in deinem System und was es damit will.
Also wenn das System nicht mehr auf seine Anker angewiesen ist, die es ja überall auswirft, dann kann sich diese Thematik auch zeigen und auflösen. Ja. Also die Wahrheit muss da sein im System. Das, woran es sich festklammert, nicht mehr zu bedienen, dann zeigt sich diese ursprüngliche Struktur. Da kommt man da dran. Wenn da noch eine Not ist und das System meint, dass es das noch braucht, es ist nicht so leicht, dahinter zu kommen. Daher haben wir zwar den Nachteil, dass wir in Zeit und Raum sind, im Sinne von, es gibt eine Dauer und nicht alles passiert gleich, obwohl das ist absolut gesehen ja so ist. Aber es hat auch den Vorteil, dass man eben weiß, wenn ich mich wirklich öffne für etwas, für das Wissen wollen von etwas, was in mir ist und sich auch schon durch mich ausgedrückt hat, aber irgendwo hingeschoben ist, weil man es nicht haben kann und verdrängen muss, wenn man dafür geöffnet ist und das wissen will, wird es sich auch zeigen. Es braucht aber dann doch immer auch die Zeit. Ja. Und das ist unser Vorteil dann. Dass wir wissen, okay, wenn der Wunsch da ist, wird es einen Moment geben, in dem das möglich ist, es zu sehen. Ja. Also der Wunsch, das Wissen zu wollen, regiert. Der regiert, weil darin ist die Bereitschaft, diesen vermeintlichen Halt, nach dem man immer sucht und den man dauernd bedient, gehen zu lassen. Die brauchst. Und manchmal müssen dafür irgendwelche Nebenschauplätze erst durchschaut werden, also auftauchen und durchschaut und ad acta gelegt, sodass es dann gehen kann. Aber wir sind immer auf der Spur, finde ich so. Das Prinzip gilt, je unerreichbar etwas für uns früher war, was für uns ganz wesentlich war, desto ausgeklügelter und intensiver, extremer ist die Taktik, die wir anwenden müssen. Und wir befinden uns, wenn das wahr ist, was ich jetzt sage in Bezug zu dir, dann immer wieder auch in einer Situation, wo wir dann auf Menschen treffen, die in uns dasselbe auslösen, dass wir an sie nicht drankommen. Und dann in dieser Verzweiflung sind, das jemand nicht zu erreichen. Aber wir müssen dahin und haben diese Anziehung an diese Menschen, weil das unser Thema ist. Weil die Verletzung da entstanden ist, in dieser sogenannten Nichtbeziehung. Das ist etwas, was ein Mensch gerade als Baby nicht aushalten kann. Absolut nicht aushalten kann. Und es ist gut zu schauen, in welchen Zwängen bin ich immer wieder, mit welchen Menschen treffe ich mich, wie stelle ich mich an, wenn ich mit denen bin und das sind Menschen, die ich nicht erreichen kann, wie verbiege ich mich dann, um sie zu erreichen, wie ist meine Taktik, ja? All das hilft total, das zu sehen. Ja? Weil das ist immer das Defizit, ich komme an jemanden nicht ran oder ich bekomme irgendwas nicht, von dem ich essentiell nicht denke, sondern diesen Instinkt habe, wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann gehe ich unter, so wie Babys das halt haben. Oder was weiß ich, wann es auch immer passiert, Kleinkind, ohne da das reflektieren zu können. Das ist das Grundprinzip. Und wenn man sich darin versucht zu finden, kommt man da drauf. Kommt man selbst da drauf. Wen oder was wollte ich durch welche Taktik erreichen? Und erreiche ich es damit jemals? Ja? Erreiche ich es damit? Aber hinter all dem, ja, das Geheimnis hinter all dem, es gibt ja noch eine Ebene dahinter.
Das ist jetzt mal erstmal die von der Beziehung, so wie wir uns empfinden und sagen, das ist jetzt, wenn mir das passiert, das ist eine Folge davon. Aber wen wollen wir denn wirklich erreichen? Uns selbst. Uns selbst. Ja. Es sind einfach immer auch Widerstände gegen uns selbst, gegen Aspekte von uns selbst, die im Außen auf uns prallen und wo wir dann sagen, wow, mein Gott, ihr, was habt ihr hier wieder angerichtet? Aber man drückt das so aus und sendet das so aus und geht mit sich auch so um, genauso, wie man es von anderen erfährt. Und letzten Endes will man dann, wenn man an diesen guten Punkt gekommen ist, dass man es durchschaut und sieht, dass es nicht stimmig, eigentlich nur noch wirklich jenseits davon sein. Ja. Aber zunächst mal muss man eben diese Ebenen anschauen. Und das ist das Coole. Man braucht für das Auflösen der Geschichte in sich selbst eigentlich niemanden. Alles in einem selbst. Ja. Eigentlich braucht man das doch. Dich zum Beispiel. Naja, ich bin ja nur deswegen auf dem Plan, weil ihr da seid, weil ihr vielleicht schauen wollt, was ist und ja. Dass der Aspekt ist, der in euch auch ist und im Außen auftreten muss, weil man sich innen nicht zugesteht, dass er da ist und dass man ihn einfach nutzen kann. Ich wollte mir noch gerne mal das Gefühl der Überforderung anschauen, weil, also von außen betrachtet, also verlief mein Leben eigentlich eher, also wenn das jemand von außen betrachtet, ich hätte also wirklich ein bequemes Leben, ne? An der Uni und so, ich musste ja nicht viel machen. Und aber dieses Gefühl der Überforderung war irgendwo immer da. Und das muss ja doch von ganz früh, von ganz klein auf kommen. Das hängt doch sicher mit dem Minderwert zusammen, mit der Prägung. Ja. Ja. Dass man das niemand, also den Eltern nicht recht machen kann und dann irgendwie aufgibt, also alles abgibt und sagt, ich kann das nicht und dann muss man es vielleicht nicht machen. So. Und ich will das nicht können. Ja, eben. Auch. Ja. Und ich will auch nicht viel machen. Genau. Denn dann wäre ich in der Überforderung. Aber da die ständig ist, auch in dem Versuch, nichts zu machen, ist man dennoch immer drin. Kann der nicht entkommen. Naja, oder gleichzeitig auch ein Hilfeschrei, dass einem geholfen wird in ja. dem Na Chaos. Klar. Ja, klar. Ja. Jetzt schaue ich mir das Aber dann in dem Nichtmachen wäre dann nur das Nichtmachen, was eigentlich gemacht werden müsste. Das wäre ein Hilfeschrei. Aber nicht jetzt an der Uni sein und sich eine gute Zeit machen. Nee, das meinte ich jetzt in meinem Haushalt. Also da... Dass du es da nicht hinbekommst, ja. sozusagen. Ja. Ja, klar. Und das ist eine Verweigerung. Und das Vorbild dieser perfekten Mutter, die mir jetzt gestanden hat, dass sie am Anfang auch überhaupt total nicht wusste, wie man Haushalt macht. Ja, klar. Man verlangt von den anderen dann besonders das, was man nicht kann. Ja? Nein, aber sie hat immer das Lob gekriegt für den perfekten Haushalt und so. Ja, wenn er perfekt war. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich wollte damit nichts zu tun haben. Also ich wollte mit dieser Rolle der Mutter oder der Gastgeberin und so eigentlich, wie sie gespielt hat, ich mich immer so ein bisschen abseits gehalten. Aber das führt jetzt auch weg. Ja. Ja, wie kann man mit der Überforderung umgehen? Man kann mit der Überforderung eigentlich nur so umgehen, dass man sieht, dass man gar nicht mehr funktioniert. Das ist der größte Hilfeschrei, dass man nichts hinbekommt. Ja.
Weil man auch weiß, also da würde jetzt dann zum Beispiel die Perfektion deiner Mutter greifen, die dann sagt, dass, also, das ist unaushaltbar, die, also die Tochter ist nicht brauchbar, die ist nicht mein Blut, die hat mir jemand ins Nest gelegt. Ja. Und die wird dann schon ganz gut die hat mir ja in Rage kommen. Die Wohnung eingerichtet und so. Und den Kühlschrank ausgeräumt. Ja, ja. Weil sie es nicht ausgehalten hat. Ja, siehst du. So geht das. Und selbst wenn die nicht da ist, das ist ja das Interessante, selbst wenn sie nicht da ist, machst du das. Okay. Was mache ich Chaos? Also, ja. Ja, als wäre deine Mutter da, obwohl sie nicht da ist. Und so funktioniert dieses Prinzip, dass wir die Relation zu dem Ursprungsthema dann nicht mehr herstellen können, obwohl es da ist. Ja. Das ist das Interessante. Denn theoretisch könnten wir ja sagen, naja gut, dann, wenn sie nicht da ist, dann müssen wir ja auch nicht aufmerksam machen. Weil wenn, dann kann sie uns ja auch nicht die Aufmerksamkeit schenken oder für uns da sein. Aber so läuft's. Das ist dann ein innerer Zyklus, der dann abläuft. Ja. Ja. Und jetzt möchte ich mal stoppen. Naja, wenn du dann die Unfruchtbarkeit dessen siehst und so wie wir es jetzt ja auch uns anschauen, dass du siehst, deine Mutter wird immer in ihrem Zyklus bleiben, der Zurechtweisung von dir, weil es ist ja auch eine Zurechtweisung, indem sie dann aufräumt. Genau, und dir alles einreicht. Eigentlich, dass sie sich einmischt. Naja, das war ich trotzdem von froh. Von wegen. Das ist das, weshalb wir es vor uns selbst verbergen und auch nicht verstehen. Einerseits willst du es auf keinen Fall, aber andererseits willst du es, weil das da ist die Bedürftigkeit da, diesbezüglich, sie irgendwie zu erreichen. Weil das verwechselt wird mit dem, was du noch brauchen könntest. Aber es ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Bis du das nicht ganz klar siehst, wirst du es weiter bedienen. Dass es niemals zu irgendeinem Erfolg führt. Niemals. Und dass du dir selber auch damit immer wieder vor Augen führst, dass du nicht okay bist, dass du es nicht hinbekommst. Ja? Das ist eine Wiederholung des Zyklus von Minderwert in dir selbst. Brauchst du niemanden von außen dafür. Weil du brauchst nur zu sehen, da ist wieder Chaos angerichtet, sagst du, oh, eigentlich sollte ich das nicht anrichten. Ja? Mhm. Aber es passiert. Naja, ich meine, ich habe dann auch immer so Phasen gehabt, wo ich dann gesagt habe, jetzt radikal, jetzt Fenster putzen alle an einem Tag und so weiter, dann war ich hinterher total platt. Also, ja, das sind die Extreme. Das sind ja die Extreme, dass wenn das eine nicht funktioniert, macht man das andere. Jetzt wenn ich muss ich mir eine Taktik zulegen, einfach, wo ich anfange, mich nicht ablenken lasse. Ja, das ist alles. Mit meiner wissenschaftlichen Arbeit genauso, lass mich auch ablenken. Ja, das ist dieselbe Tendenz. Also, was wichtig wäre in Bezug auf das, was du in deinem Umfeld machst, zu Hause zum Beispiel, und auch in Bezug auf deine Arbeit, die nicht fertiggestellt ist, ist einfach, dass du in dir den Antrieb dafür findest, der dir für dich selbst sagt, ich will das für mich. Ja, dass du es abkehrst von einem Feedback durch jemand anderen, dass du sagst, okay, ich mache es nicht für jemand anderen, ich habe es durchschaut, fertig. Wenn, dann tue ich es für mich. Und dann kannst du es machen, sonst nicht. Sonst bist du immer in dem Zwang und hin und her geworfen, von in dem Für und Wider, was zu tun oder nicht zu tun. Das kann dann eine Weile gut gehen und dann kippt es wieder. Und dasselbe Prinzip wenden wir auch, wir sind ja zufällig im Satsang heute, auch in Bezug auf die Wahrheit an. Weil das sind die Autoritätsebenen, die wir versuchen zu erreichen, die wir, wenn wir in der Kleinkindsphäre noch sind, auch anvisieren und schauen, dass wir es richtig machen, dass wir es wert sind oder dass wir es dann gar nicht mehr machen wollen und uns verweigern wollen oder sagen, ich mache es sowieso falsch, ich komme nirgendwo hin, die anderen kommen alle dahin, aber ich komme nicht dahin. Das spielt da genauso eine Rolle wie in der persönlichen Ebene. Daher ist es so wichtig, auch die persönliche Ebene zu verstehen, weil man die überträgt auf das andere. Welche Ebenen haben wir denn des Ausdrucks? Doch nur die. Ja, und die wenden wir auf alles an. Damit kann man dann sehen, welche Ambivalenz da ist in Bezug auf die Öffnung in das, was wir sind, in Bezug auf die Qualität, die uns eigentlich immer zur Verfügung steht und das Essentielle ist, weil darauf wirklich Verlass ist. Auf alles andere ist ja kein Verlass.
weder auf uns noch auf die anderen. Es ist Verlass. So, Vertrauen soll man doch haben. Nein, das habe ich nie, hat niemals gesagt, dass man Vertrauen haben soll, sondern Gewissheit. Ja, da war das, um dann jetzt zu antworten auf das, was Manu gesagt hat, weil sie von Vertrauen sprach. Aber ich habe das danach ja schon gesagt, dass Vertrauen nicht mein Ding ist. Also das nicht zu lehren, dass man vertrauen soll. Man soll Gewissheit haben. Aber die kann man nicht machen. Vertrauen kann man auch nicht machen. Vertrauen ist etwas, wie gesagt, was wir nicht können. Von daher macht es keinen Sinn. Ja. Das hat jetzt was angestoßen bei mir. Bei mir ist umgekehrt. Ich halte das Chaos nicht aus. Fange ich an, notorisch aufzuräumen. Und in der letzten Zeit beobachte ich, wenn so viele Sachen da sind, dann ich kriege Krabbel. Dann habe ich das Gefühl, ich kriege das nicht mehr sortiert. Aber das sind die Ebenen in dir, die du auf keinen Fall haben kannst. Also das ist das, was wir gestern gesehen haben, diese Verwirrung in dir. Ja. Ja, dieses Zerstreutsein dann und dieser Nebel, der dann auftaucht, den kannst du nicht haben. Und damit wir nicht sehen, dass wir den eigentlich im Innen haben, also dieses Chaos im Inneren haben, räumen wir dann außen auf wie verrückt. Das ist dann auch ein Zwang, der daraus entsteht. Aber das macht wieder was im Inneren. Wenn außen aufgeräumt ist, fühlt sich das Innen auch besser an. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Deswegen wäre es gut, das zu übertragen, auf das Innen da aufzuräumen. Das fühlt sich noch besser an. Also außen ist leichter. Ja, möglicherweise, aber wir haben gesehen, bei anderen ist es eben nicht leichter unbedingt. Ja, es ist wahr, weil die Ebenen im Inneren eben geschützt sind. Gerade die chaotischen Ebenen, die man nicht haben kann oder die andere vielleicht in dir nicht gut fanden, je nachdem. Also, was ist denn das, was heilt und wirklich hilft? Ist nicht das, was man macht, um es zu heilen. Sondern es ist zu sehen. Zu sehen, wie läuft's. Das ist der Anfang vom Ende jedes Prinzips, was uns in irgendeiner Form einschränkt. Also die Bereitschaft zu sehen ist seltenst da. Die würde das kippen, was da ist. Dann könnten wir den Umfang dessen sehen, was passiert und auch was es wirklich mit uns macht, in welcher Weise es uns schmerzt. Könnten wir sehen, die Taktik können wir sehen, wenn wir noch hinschauen wollen. Aber das geht so schnell, dass dieser Moment vorbei ist, das Hinschauen. Naja, man kann, also gut, kannst dann danach sehen, jetzt war die Tendenz sofort wieder zu flüchten und jetzt hole ich mich sofort wieder zurück. Den Moment kann man nicht wieder herbeiholen, aber danach dann schauen. Also das bedeutet aber, sehen zu wollen, bedeutet, dass die Ebenen nicht mehr geschont werden können, die in uns laufen und vor denen wir eigentlich versuchen zu fliehen. Also das, was schmerzhaft ist, die Verletzungen, die wir so empfunden haben in uns, die Verhinderung oder die Unfähigkeit von uns selbst, je nachdem, was da läuft, Angst. Warum sind wir denn im Chaos? Wir versuchen verzweifelt irgendwas zu regulieren, was wir nicht regulieren können. Ja? Das ist, was Chaos ist. Und da sind wir bei, deswegen hat es dich auch getriggert, bei der Überforderung. Chaos ist Überforderung. Mit dem Anspruch, es hinzukriegen. Also der Anfang wäre, dir zuzugestehen, da ist Chaos. Und das nicht wegzudrücken. Chaos ist erfinderisch im Sinne von
es lässt das nicht bestehen, was scheinbar unumgänglich immer wieder dasselbe ist. Ohne Chaos gäbe es das, was wir hier als Bewegung und Leben empfinden, ja nicht. Das ist das, was bewirkt, dass deine festgefahrenen Strukturen irgendwann mal in sich zusammenfallen müssen. Hoffentlich. Da ist immer so ein Gefühl nach Sicherheit. Und wenn das verloren geht, dann kommt so eine Zerstörungswut. Weil mich das nicht hält, ja. Und ich muss das kaputt machen. Ja, ist die Verzweiflung, dich nirgendwo zu finden. Das, was dich hält, ist das, was niemanden hält. Ja, das ist deine Natur, die dir nichts bietet an Möglichkeiten, dich zu halten. Und wenn da nichts ist, was du halten kannst, hört der Versuch zu halten auf. Also die Stille ist eigentlich für dich essentiell, diese Ebenen immer wieder aufzusuchen. Ist sowieso der Rat an alle immer. Ja. Weil du siehst ja, wenn da die Tendenz ist, dich immer wieder auf irgendwas beziehen zu wollen, und du wirst diesbezüglich sogar noch wütend, welchen Anreiz bietet dir das dann noch? Dann willst du dich da nur mächtig fühlen, indem du dann dich darüber erhebst und ärgerlich wirst über diese Dinge. Du versuchst dann, dich mächtig zu fühlen, dich zu rächen an dem Unrecht, was dir widerfahren ist durch die falschen Versprechungen der Objekte. Verschwimmt immer wieder alles, dann wird es wieder klar und dann verschwimmt wieder was. Ja, aber wir kommen immer wieder, merkst du, zum selben Thema, dass da, wenn es um Sehen geht oder zu schauen, was läuft, dann einfach da die Flucht Tendenz einsetzt. Das ist einfach so. Aber es geht so hin und her. Dann ist es wieder klarer und dann auf einmal. Ja. Ich kann das nicht richtig beschreiben. Aber wie ist deine Tendenz, wenn es dann neblig wird? Wie geht dein System damit um? So ein bisschen. Und wie ist deine Reaktion auf das Wabern? Also es ist keine Abwehr und sowas wie unwissend eher. Wehrst du es ab? Nein. Ja, dann ist doch gut, dich dessen gewahr zu sein und dann das Gefühl da sein zu lassen, nichts damit zu machen. Wie warst du denn früher erreichbar für deine Eltern? Ich
alles darum gegangen? Im Außen meinst du, oder im Außen, an die Objekte, oder was meinst du? An alles dran gegangen, oder an alle Themen dran gegangen? Nein, schon ziemlich lebhaft, und das ist aber sehr runtergedimmt worden. Hm. Oder das war zu viel. Hm. Das denke ich nämlich, weil irgendwas ist in dir, mit dem du dich verschanzt. Du verschanzt dich. Du machst dich ein Stück weit nicht erreichbar und bist immer wieder bringst uns immer wieder, wir kennen uns ja schon eine Weile, in die Position, wo wir nicht mehr weiter wissen. Ja? Wo wir nicht, keine Ahnung. Das ist immer das. Also irgendwo bist du da in einen Rückzug gekommen oder warst immer schon in einer bestimmten Unerreichbarkeit, weiß ich nicht, oder hast dich durch eben den Hinweis, so bist du nicht richtig, und wenn du dann ganz brav bist und so funktionierst, dann bist du richtig, irgendwo da verschanzt und versuchst jetzt mit Unerreichbarkeit erreicht zu werden, verstehst du? Weil Menschen, an die man so nicht drankommt, das haben wir ja eben kurz erwähnt, das sind die meiste Energie brauchen und auch ziehen. Die ziehen unglaublich viel Energie. Und ich weiß es nicht, weißt du, dann sagt man, ja, wahrscheinlich ist es so, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, das, so, in der Richtung, so, weißt du, das drängt sich mir jetzt auf, daher muss ich es jetzt sagen. Irgendwie verbarrikadierst du dich. Aber nicht bewusst. Nein. Ja. Also da ist immer irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ich kann da irgendwas nicht spüren. Ja. Schon ganz lange. Ja, eben. Und du bist auch dann für andere nicht zu spüren, weißt du. Ich komme nicht an dich ran irgendwie. Auf einer bestimmten Ebene ja, auf der Ebene der Kommunikation und des Schauens, was da so läuft, was du ja dann sagst, was du willst, passiert es nicht. Ja? Willst du es nicht? Oder es kann nicht einfach. Irgendwie. Und da ist wichtig zu schauen, dass du dich da nicht mehr schützen musst und nicht mehr so funktionieren musst, wie das dann mal von dir verlangt wurde und wo du dann resigniert hast. Du hast ein Stück weit einfach resigniert. Ja? Und diese Lebendigkeit aufgegeben. Und das ist so ein bisschen zombiehaft dann, was dann dabei rauskommt. Ja? Du bist so ein bisschen Zombie. Das meine ich jetzt nicht im Bösen, aber nicht greifbar so. Sag, was es mit dir macht. Oder was wahr daran ist. Wenn du nicht weißt. Nehmen wir erst das, was nicht wahr ist. Ich kann das nicht so greifen. Ich kann jetzt nicht genau was sagen dazu. In der letzten Zeit hat sich das so ein bisschen eingehaust angefühlt. So. Ja. Mhm. Also was ich sehr stark wahrgenommen habe. Ja, das deckt sich ja total. Mhm. Es nebelt jetzt wieder ein bisschen. Ja. Also als ich mich hier runtergesetzt habe, war das viel klarer. Mhm. Und ich habe gemerkt, das Hören wird viel empfindlicher. Ich höre mehr in die Weite. Und jetzt in dem Kontakt merke ich, vernebelt es wieder so ein bisschen. Mhm. Ja. Ja, das ist immer dein System, macht auf und zu, aber immer wieder zu. Und immer wenn es drängt oder eng wird, dann natürlich zu. Also es ist nicht nur das Essnebel, sondern dein System produziert das. Ja?
glaube, in der Tiefe deines Seins weißt du nicht, wie du sein sollst. Ja? Weißt nicht, wie du sein sollst. Bist du noch da? Noch da, ja. Es kommt jetzt so ein bisschen, als müsste mir jemand sagen, so müsste es sein, so muss ich es machen. Und, ja. Aber das ist es ja nicht. Nein, das ist es nicht. Nein, nein. Aber das ist der Mechanismus, der dazu geführt hat, dass du in diesem Ding bist, in diesem Kokon. Dass dir jemand gesagt hat, so sollst du sein. Und dann hast du versucht, so zu sein. Stehst du? Dein Leben lang. Und jetzt wartest du darauf, dass das weiter so geht, dass da jemand ist, der da bestimmt, wie es weitergeht. Was heißt das? Du bist irgendwo ein Stück weit regrediert. Stehst du? Dass du in dir nicht mehr die Ressourcen siehst, zu sehen, was für dich stimmt. Das Kleinkind, was er eben sagt, ich kann es nicht, hilf du mir, mach du es. Ich kann da irgendwas nicht mitkriegen. Das ist, also, ich mache das nicht bewusst, aber da ist irgendwie so durch, ja. Ich nicht merke. Also, was so rüberkommt, ist, du schützt natürlich total das, so wie du jetzt bist. Du weißt, es ist unangenehm, ja, es stimmt nicht hundertprozentig, aber auf der anderen Seite, du schützt das total. Weil du kannst mir noch nicht mal sagen, Moni, du liegst total daneben, ja? Total schräg, du kannst gar keine Position beziehen. Zieh irgendeine, sag, es ist alles falsch, kann ich gut mit sein. Kann ich nicht sagen. Ja. Also mit anderen Worten, irgendwas in dir hat die Verantwortung total delegiert für dich selbst an irgendwas. Bisschen wabbelig an, als würde ich irgendwo runterfallen. Schau doch mal, wie es sich anfühlt, die Verantwortung komplett abzugeben für dich, für dein Handeln, für dein Tun, für dein Denken, für dein Fühlen, für all das, wenn du sie nicht hast. Das will ich ja nicht. Bist du sicher? Es ist ja auch nicht die Frage dessen, ob du es willst, sondern ob du bereit wärst, das zu fühlen, wie das ist, keine zu haben, alle komplett abzugeben, ja, was es in dir macht. Wir experimentieren nur, verstehst du? Ja? Wir stochern hier jetzt ein bisschen ins Blaue und wäre ein Vorschlag, das zu schauen, was es mit dir machen würde. Versuch dabei zu bleiben, versuch wirklich dabei zu bleiben und sag, was passiert. Es klopft jemand nicht. Ist es unangenehm? Nein. Ein Ausdruck für Zufriedenheit? Ist es nicht? So leichte Aufregung. Verengend oder
Nein? Okay. Positive Aufregung. Kannst du nicht einordnen, ob es dir gut bekommt oder nicht? Fühlt sich eher an wie ein bisschen Dynamik. Also die Verantwortung nicht zu haben, bringt Dynamik in dein... Jetzt war es mal einen Moment klar. Keine Erinnerung an den Moment, was da war, als Klarheit war? Da war doch eine Pause. Bist du noch in dem Gefühl, dass du keine Verantwortung hast, die jemand anderes für dich übernimmt? Dann schau mal, wie es ist, wenn du die Verantwortung hast für dich und sie übernimmst. Also du bestimmst, was passiert. Du entscheidest. Schau, wie es sich anfühlt. Sofort hier hinten was für so ein Stab, der mich da hin und her bewegt. Wenn du bestimmst, was passiert. Okay. Angenehm oder unangenehm? Indifferent. Indifferent. Es ist schon ein bisschen auf die Folter gespannt, oder? Aber ich fühle mich nicht gefoltert. Ja, man hat es jetzt in der Situation jetzt hier gerade ja, so? Ja, ein bisschen immer. Okay. Aber ich kann dabei bleiben. Okay, gut, ja. Also, sobald du die Verantwortung für dich übernehmen willst, kommt jemand und sagt, du hast sie nicht, ich habe sie. Du bist nicht qualifiziert, nicht berechtigt, wie auch immer. Ich bestimme über dich, sobald du versuchst, über dich zu bestimmen. Ist das so? Nein? Aber sobald du dich selbst bestimmst, spürst du, dass dich jemand dirigiert. Das ist das Gegenteil von Selbstbestimmung. Verstehst du? Und wenn dich jemand bestimmt, empfindest du es gar nicht als bedrohlich oder so wirklich unangenehm? Doch. Ja? Da kommt sofort Protest. Jetzt eben nicht. Jetzt eben nicht. Oder war es für dich komplett anders? Aber du hast nicht gesagt, jetzt ist es total unangenehm. Nee, war es auch nicht. Ja, da ist irgendwas gar nicht klar.
Verstehst du, das sind die Ebenen, wo du mal schauen müsstest, könntest, ja. Gerade nachdem du geschildert hast, wie es dir ging, dass man ganz früh dich reduziert hat auf Funktionieren. Sage ich mal so jetzt, nachdem du sagst, du warst total lebendig und so dürftest du nicht sein. Damit bist du krank geschrumpft, ja. Nicht gesund geschrumpft, sondern krank geschrumpft. Im Sinne von, wie dein Ausdruck ist, ist nicht erlaubt, darf nicht sein. Und funktionierst du so, wie du denkst, dass die anderen wollen, dass du so bist. Stimmt das? Da ist schon was dran. Ja, ob dran oder nicht, also ich meine einfach meine Empfehlung, schau es dir an, damit du da Klarheit hast. Ja. Schau es dir an, was deine Energie ist, wenn du dazu noch Zugang hast, zu der Lebendigkeit und dem, wie du heute bist und ob du mit dem, wie du heute bist, zufrieden bist und so weiter. Und wie du es anstellst, dass du das machst, von dem du spürst, das wollen die anderen von mir. Und dann nicht mehr weißt, was du willst. Mehr kommt da nicht. Ja. Wo du gesagt hast, gib die Verantwortung ab. Das war wie Sterben. Wo du dann gesagt hast, und jetzt hast du die Verantwortung. Ist gut. Also, auch wenn der Schmerz da ist, zumindest ich mache diesen Schmerz. Ich habe sie in der Hand. Ja, wenn ich aber die Verantwortung abgebe, boah, das ist wieder tot, dann bin ich total ausgeliefert. Also das Gegenteil praktisch. Bei mir war es genau umgekehrt. Warum hieß es, du gibst die Verantwortung herrlich. Nimm die Verantwortung wieder auf die Frage, auf keinen Fall. Ja, genau, das wäre mir klar gewesen. Bei dir ist es total klar. Weil das ist, was ich ihm jetzt auch hätte sagen müssen, letzten Endes, dann willst du ja nicht die Freiheit, weil die bedroht dich in dem Sinne, dass du eben sehen kannst, du hast die Verantwortung nicht. Ja, never. Du wirst es auf keinen Fall behalten, wenn du Freiheit willst. Freiheit heißt eben, die nicht zu haben, ganz klar.
Weil dafür muss jemand da sein, der glaubt, dass er sie hat. Ja. Haben wir bisher noch keinen gefunden, der sich bereit erklärte, ein Ich zu sein. Also es geht schon hier ganz schön um den Anspruch. Es geht hier ganz schön zur Sache. Das haben wir jetzt ein bisschen vorsichtig angegangen, aber ja, klar. Hier geht es um alles. Dieses Alles ist der vermeintliche Regent, der auf dem Thron sitzt und denkt, er hat das Königreich unter sich. Und dabei wird er genauso bedient, im Sinne von, er tut, was er muss und nicht, was er will. In doofen Situationen ist das ja auch erleichternd letztendlich. Ja. Ja. Ach, das ist so, naja. Da bist du immer in doofen Situationen. Ich bin einfach mal in doofen Situationen. Ja, und dann die noch dooferen sind dann die, wo man glaubt, dass es jetzt ernst wird. Und dass man jetzt was bestimmen muss und auch kann. Ja. Jetzt nicht bereit für die Freiheit bin. Dann ist es hier sonst auch niemand. Hm? Nein, ich meine, dann, wenn es bei ihr umgekehrt ist, dann wäre sie ja eigentlich bereit für die Freiheit. Ja, eigentlich, aber wir wissen es noch nicht genau. Weiß man, ob jemand bereit ist für die Freiheit? Das weiß man erst, wenn es wirklich darum geht, ob in dem Moment, wo es möglicherweise anstehen könnte. Oder ob es nie ansteht. Das kann man so nicht sagen. Man kann es wirklich so nicht sagen, weil viele halten sich für bereit und sind es nicht. Und manche glauben, das hat nie was mit mir zu tun und es passiert. Ja, das kann man nicht sagen, von außen auch nicht von innen. Aber eine Tendenz kann sich zeigen, ja, eine Öffnung, aber wie weit die geht, wissen wir nicht. Aber ganz schlecht ist es ja auch nicht hier im Satzang. Na, das sollte jetzt auch keine Negativwerbung für Satzang betreiben. Nein, das ist ja auch das, was ich eigentlich lehre. Ich sage, halte nicht dauernd vor Augen, dass du jetzt die Erleuchtung willst und sei frustriert, wenn es nicht passiert, sondern schätze das, was die Wahrheit ist. Schätze das und lebe danach. Und dann ist dein Leben gefärbt von dieser Qualität. Und dann wird es auch gar nicht so sein, dass du, das sagst du ja oft auch, ich denke nicht, dass ich dauernd frei sein will, weil das ist was im Schmarrn, ja, sagen ja die Bayern. Sondern die Qualität, so wie es ist, ist prima. Und darum geht es eigentlich, weil das ist nicht für jeden machbar. Ist sowieso nicht machbar. Aber es setzt sich nicht für jeden um, die Freiheit, nur weil man sie meint zu wollen. Weil man weiß nicht, wo der Punkt gekommen ist, wo sich das überschneidet mit dem Nicht-Wollen oder dem immer noch jemand sein wollen oder das nicht aufgeben wollen, was man meint zu bestimmen oder die Idee, die Kontrolle zu haben. Ich denke auch nicht mit, wenn jetzt du zum Beispiel mit der geredet hast, denke ich mir, ich weiß gar nicht, was der Muni will, aber ganz egal, die Energie ist eigentlich so toll. Auch verstehen tue ich das auch auf mich, was du auf deiner Haus willst, da ging es mir, glaube ich, eh. Ich auch nicht. Es sind schon viele doofe Momente. Ich folge einfach der Energie, die das verlangt. Und ich sehe dann manchmal, das ist auch wirklich dann auch ganz schön mühsam, massiv mühsam. Aber irgendwas zwingt dazu, das da dem nachzugehen und dann die Ebenen zu öffnen, die dann angesprochen werden. Ich habe das auch so erlebt, dass ich denke, der Muni mit dem Schwimmi da, ich weiß nicht, was er will, was er eigentlich vorhat mit mir, wo er rumpackt und auf was er da deutet. Aber oft hat sich hinterher was gelöst. Ohne Verstehen. Mhm. Ja, deswegen spreche ich ja auch weiter mit ihr. Situation, vielleicht tut sich das, wie das bei mir war, bei Verstehen tue ich da nichts davon. Ja, ja. Aber es ist auch nicht so, dass ich den Raum verlassen will, weil es ist rasend angenehm. Ja, Kopfhörer ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ja, naja, nein, es wird immer irgendwas angeregt, sonst würde ich da nie weitermachen, weil ich sehe schon, es ist schwer. Ja, es ist sehr schwer, auch sie zu erreichen, auch ja, mühsam auch, aber es geht so weit, wie es geht und dann ist gut. Dann sagt das System so, jetzt kommt nichts mehr.
Ja. Ich weiß, es ist nie vergeblich. Amen. Es ist nie, nie vergeblich. Ich dachte mir schon oft, ich weiß nicht, was der Muni da will, da redet er auf mich ein und ich verstehe Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Deswegen konnte ich das gut verstehen von ihr. Aber danach hat sich auch was Erstaunliches getan. Ja. Muni? Ja, ich werde ja gleich. Vertraue einfach auch darauf, weil die Erfahrung es ja auch zeigt, dass, wie gesagt, der Hinweis war ja vorhin auch da, die Zeit haben wir als Faktor und es geht nicht immer sofort alles und das verlange ich auch nicht, aber toll ist es, ja. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht und dann gibt es einen anderen Moment, weil das wirkt alles, weil wir sind nicht hier, weil wir uns verbarrikadieren, auch wenn es dann manchmal so aussieht, dass wenn ich jetzt sage, sie verbarrikadiert sich, das ist nur ein Hinweis, dass es nicht jetzt tut, sondern die Tendenz da ist. Mhm. Das heißt nicht, dass es dabei bleibt, sondern gerade, wenn das angesprochen wird, was man, ich bin sicher, es sind viele Ebenen, die ihr nicht bewusst waren, und wenn die bewusst werden, da passiert was. Aha. Ja, ich kann es nicht beschreiben, wie irgendwas passiert, kann niemand. Kann ich jetzt auch im Nachhinein nicht beschreiben können. Kann niemand. Liegt es an dem, was er da geredet hat, oder ist das die Energie oder was? Aber ja, oder was nicht geredet wurde, ja. Ja. Besser nicht geredet worden wäre. Genau. Ja, also es ist nie vergeblich, es hat immer einen Grund und ich folge dem dann einfach bedingungslos, geht gar nicht anders. Ja. Obwohl ich mich dazwischendurch auch frage, meine Güte, was machen wir denn hier? Aber so ist es. Ja. Ich sehe seit einer halben Stunde nichts mehr. Okay. Und habe Sorge, dass ich nicht mehr Auto fahren kann. Okay. Weil ich kontaktlos in einem habe und das werde ich im Moment sicher nicht tun. Ich wollte gerade sagen. Deswegen wollte ich mich verabschieden, ich wollte mich einfach so gehen. Okay. Aber nicht ins Auto steigen jetzt. Direkt. Doch, ich glaube, dass es geht. Also wenn nicht, dann lasse ich es stehen, das Auto. Also es gibt von Loriot diese Szene, wo ein Auto mit rasender Geschwindigkeit um die Ecken fährt und dann jemand aussteigt und dann sich mit dem Blindenstock am Fuß, am Fußgängerweg entlang tastet. Ja. Und, wollte mich einfach verabschieden, dass ich nicht länger bleiben kann. Kommst du morgen? Weil das wird 5 Sekunden. Ja, kommt sie morgen. Morgen kommt sie ohne Kontaktlinsen. Ja. Das ist schon gerade gesagt. Aber geh noch ein paar Schritte um den Block, bitte. Ja, ja. Damit du wirklich frische Luft. Ja, klar, okay, sehen, klar sehen kannst. Ciao. Ciao. Gute Besserung. Ja, ich habe als zweites Standbein ein Blindenheim. Wenn alle hier blind sind, dann bekommen sie, können wir besser hören. Die Einladung, da den Rest des Lebens dort zu verbringen. Also wir versuchen, alle blind zu machen. Ja. Interessant, ja. Interessant. Okay. Ich wollte noch kurz zum Thema Verantwortung oder abgeben. Ist es nicht so, dass man erstmal die Verantwortung übernehmen muss oder dass das Ego entwickeln muss und dann, dass man es dann abgeben kann? Das gestaltet sich nicht immer so, wie man denkt, dass es wäre. Es ist ganz unterschiedlich, aber die Tendenz ist grundsätzlich da, wenn man es nicht konnte, zum Beispiel, also die Verantwortung niemals übernommen hat und dann sich in diesem Defizit befindet, dass man in Abhängigkeit von anderen ist, ist es ganz wichtig, da ein Stück weit das zu lernen, das zu tun, um es dann wieder abgeben zu müssen. Es ist natürlich gut, man muss sie gar nicht erst übernehmen und sehen können, es niemand hat welche. Naja, aber das ist nicht der Fall. Bei den meisten Menschen ist es ja nicht der Fall. Eben, wir wachsen ja erstmal so auf, dass wir denken, wir sind wer und haben Verantwortung. Ja. Yes. Und dass man es als Defizit empfindet, wenn man sie nicht hat oder nicht kann oder und so weiter. Ja. Ist so. Das ist so. Das ist ja das schöne Spiel, dass die Idee da ist, zunächst mal, man hat sie und um dann zu lernen, man hat sie nicht. Also könnte man sagen, eigentlich müsste man diesen Umweg nicht gehen, erst so zu tun, als hätte man sie, ja, oder fest zu glauben, sondern warum ist erst glauben und dann ganz schwer wieder loswerden. Aber so ist es angelegt, ja.
Nichts falsch dran. Nein, es ist nichts falsch dran. Man kann es nur als eben leidvoll empfinden. Ja. Sowohl sie zu haben, als auch sie nicht zu haben. Zu glauben, dass also für viele Menschen es ist ganz schwer, dann, dass sie das Gefühl haben, dass man sie kontrolliert. Ja. Oder es auch so erfahren. Bitte sehr. Sie haben das Wort. Ich wollte gar nichts sagen. Ich kann was sagen. Ja. Aber? Aber diese Erleichterung, die Verantwortung abzugeben. Und dann musst du sagen, ja, dann nimm wieder die Verantwortung. Da habe ich mich gefühlt wie die Frau Merkel. So allein in der Finsternis. Ja. Ja. Weißt du, wie sich Frau Merkel fühlt? Sie ist ein enger Verbündeter. Sie fühlt sich heute so. Das ist klar. Ja, wir sehen, das ist individuell, also ist davon abhängig, wo man steht mit so einer Idee von Leben und Kontrolle haben zu müssen oder eben nicht. Und, aber wenn man wirklich schaut, also das ist meine Erfahrung, wirklich schaut, wie es ist, wenn man sie nicht hat, die Verantwortung, ist im Grunde genommen eine Erleichterung die Folge. Und weil der Zwang, etwas kontrollieren zu müssen, beginnend mit sich selbst, von dem man eigentlich keine Ahnung hat, wie das geht und damit in der Überforderung ist, ist nicht aushaltbar, nicht wirklich. Daher ist es gut, in der Position sein zu können, dass man sieht, man hat sie nicht. Und dennoch geschieht dann Handeln aus einer größeren Verantwortungsposition heraus, als wenn man glaubt, dass man sie hat. Mhm. Ja, das ist das Spannende. Das ist das Spannende. Nicht, weil man sie meint, sie zu haben, aber das Handeln geschieht aus einer anderen Ebene und ist dann umsichtiger in Bezug auf das, was ist und auch in Bezug auf die Menschen und stellt sich nicht in den Vordergrund oder andere nicht, dass einer seiner selbst ist dann wütend. Nicht zu einem Zwang ausführen, sonst meint man ja, man müsste es erzwingen von allen Seiten, damit es dann passt. Ja, ja, genau. Also ist gut, immer wieder zurückzukehren, das ist ja auch der Hinweis, auch dafür ist Satsang ja da, dass man wirklich sich immer wieder dahin wendet, wo Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist eben so, dass sie nichts verlangt von irgendjemandem und man sie auch nicht nutzen kann, um was von jemandem zu verlangen, sondern die öffnet diese Ebenen, dass man sehen kann, die Dinge passieren. In der Stille kann man das sehen. Da ist kein Bestimmer, also wenn es wirklich still ist, ist da kein Bestimmer da. Und wenn man das für sich sehen kann, wie erleichternd das ist, dann färbt das auch ab auf die Idee, dass man glaubt, man müsste bestimmen. Ja, manchmal reicht einfach nur zu fühlen, wie es ist, wenn man glaubt, dass man die Verantwortung hat. Ja, Stadia, du wolltest was sagen. Im Gespräch mit der Christiane ist, ist was bei mir auch angesprungen, also das Thema, dass ich sehr lebendiges Kind war, total lebendig und dass ich... denke, dass das Gleiche passiert ist, dass man mich unterdrückt hat, so als sei man schön ruhig und so. Und dann zusätzlich die Gefühle dann irgendwie wegstecken oder nicht mehr fühlen wollen. Ja, kann natürlich sein. Ich meine, unbewusste Verweigerung dann bezüglich dessen, was man von sich verlangt oder beziehungsweise was andere von dir verlangen. Dem verschließen dann. Ja, und das Spielen, das dir vermeintlich nicht von außen irgendwelche Probleme bereitet. Mhm. Ja. Ja, also wir sehen, selbst wenn wir vermeintlich bei jemandem nicht aufdecken, was ist, sind noch andere da. Ja, so ist es, ja.
Das ist das, die hier sind, haben ja auch thematisch damit was zu tun, in der einen oder anderen Weise. Ganz sicher. Und was ich auch noch interessant fand, ist, ich habe ein Gespräch gehabt vorhin. Also was ich interessant fand, war auch, was du gesagt hast, indem man nicht weiß, was man genau will, so hin und her zögert, zieht man sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Yes. Und jemand hat mich vorhin gefragt, soll ich jetzt zum Retreat gehen oder nicht? Aber ich weiß nicht, und ich weiß nicht, ob ich es fühlen kann oder so. Und habe ich gedacht, vielleicht kann diese Person das nie richtig fühlen, dass sie aufs Retreat kommen kann, weil wenn man es nicht richtig fühlen kann, erstens ist das ein Punkt, da wird sie nie kommen. Und zwar der zweite Punkt ist, will sie jetzt wieder vielleicht Aufmerksamkeit auf sich ziehen, unbewusst, indem sie sagt, oh, ich weiß es nicht, oder sie hat mich schon öfters gefragt, das ist das Gleiche. Sie weiß es nicht, und sie weiß, will sie es oder will sie es nicht, und das ist hin und her da. Yes. Da bin ich auch jetzt auf einmal auf dich jetzt hörig, also wach geworden, dass es sowas möglich ist, unbewusst auch, dass man sowas macht. Ja, sicher. Yes. Und wenn man die Gefühle dann so unterdrückt hat oder gar nicht fühlen kann, dann braucht man erstmal einen Zugang dazu, dass man wieder... Nein, nicht unbedingt, weil es kann auch sein, dass man sich einfach aufgrund des Denkens dafür entscheidet und sagt, das wird sicher gut sein, da gehe ich hin. Siehst du, dass erstmal die Ebene bestimmt und dass man dann weiß dadurch, was man machen soll und was nicht. Und dann mit der Zeit sich das öffnet, eben das andere Wahrnehmen noch, was nicht nur das Denken ist. Sodass dann der Impuls kommt und man spontan weiß, so, das werde ich jetzt in jedem Fall machen. Also das Fühlen ist nicht unbedingt das, wobei das immer natürlich eine Rolle spielt, weil auch die Menschen, die denken, dass sie nicht fühlen, fühlen ja. Weil alle Impulse aus uns kommen auch aus dem Gefühl. Und dann kommt das Denken dazu. Nicht umgekehrt. Ja. Aber das sind dann eben... unbewusste Ebenen, wo man nicht wahrnimmt, dass es sich um ein Gefühl handelt. Das Leben schiebt uns dahin, wo wir hingehören. Egal, was wir davon halten oder fühlen, spielt gar keine Rolle. Und wenn jemand da an dem Punkt ist, dass das mit dem Denken jetzt oder mit dem der Öffnung ins Fühlen, nicht mehr denken oder Öffnung ins Fühlen ansteht, dann wird er dort sein, wo das möglich ist, dass es eben gewahr werden kann, dass es andere Ebenen gibt, als nur die durchs Denken zu entscheiden oder eben, wie du sagst, dass das Spiel läuft, da unbewusste Aufmerksamkeit zu wollen. Ja, letztendlich sind wir alle da, wo es stimmt. Niemand ist da. Ja, man kann natürlich sagen, ich hätte da nicht hingehen. Aber man ist da, wo es aufgrund der Resonanz des eigenen Systems in Bezug auf die anderen Systeme oder das, was die Welt zu sein scheint, ist. Nirgendwo sonst. Jetzt Bezug darauf, warum soll sie zum Retreat gehen oder nicht und so weiter oder zum Satsang? Da habe ich bei mir beobachtet, das ist interessant hier bei dir, dass man nicht überredet wird. Also ich habe manchmal unbewusst oder bewusst erwartet, dass ein Impuls kommt, dass man sagt, wäre schön, wenn du kämst oder sowas. Ach so. Ja, und das war nie der Fall. Und das finde ich toll. Ja. Jetzt kann ich das wirklich schätzen. Mhm. Weil du hast dann immer gesagt, auch das Universum wird dir schon Bescheid sagen, ob das jetzt ansteht oder nicht. Ja, ja. Und jetzt kann ich das auch selber fühlen, aber das war nicht diese Überredung, dass man, die man ja sonst von vielen Seiten immer kriegt, ne? Also jetzt nicht von Satsang-mäßig, aber indem man aufwächst und so weiter, sagen immer, mach das und so. Mhm. Wo man gar nicht weiß, ob das Seins ist, ne? Und du hast immer gesagt, man soll nach innen schauen. Das wird sich dann zeigen, ob du kommst oder nicht. Mhm. Und das wollte ich jetzt nochmal sagen, dass das toll ist. Mhm. Mhm. Ja. Auch wenn der Muni sagen würde, komm, wird auch nicht funktionieren, weißt du?
Aber das ist auch nicht bestimmt. Aber wenn man bei Audi anruft, ob mein Auto kommt. Ja, genau, und sagt, komm mal vorbei. Was? Habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn man bei Audi anruft, ob man ein Auto kaufen soll von Ihnen, so, dann kriegt man schon eine positive Bestärkung. Achso, das verstehe ich. Okay, ja. Ja, kommt vor. Nein, man kann, ich meine, das ist ja klar, das lehre ich auch immer wieder, niemanden dazu zwingen zu dem, was er tut oder nicht tut. Es scheint so, aber es ist nicht möglich. Niemand wird von außen bestimmt, aber tatsächlich doch. Ja? Also niemand von einzelnen Individuen in dem Sinne bestimmt, dass sie bestimmen, was jetzt dich bestimmt. Sondern da ist eine Grundbestimmung, die das Bewusstsein eben vornimmt, indem wir so ausgestattet sind mit unseren Prägungen, wie wir sind und den Möglichkeiten, die da sind. Und das drückt sich aus, aber da ist niemand, der bestimmt. Aber grundsätzlich ist eben bestimmen. Wir können auch sagen, das können wir sagen, das Ausdruck, dieser Ausdruck des Universums ist ja ein Ereignis oder es ist ein Werden und ein scheinbares sich entwickeln, ist nicht wirklich ein Entwickeln. So, wenn wir aus der menschlichen Perspektive sehen oder denken, dann ist ja jeder Impuls von uns eigentlich aus einem Defizit heraus, weil irgendwas gewollt wird. Ja, außer Freiheit ist, dann ist es nicht mehr. Also es ist eine Begierde und demnach können wir auch sagen, das ganze Universum ist eine Begierde, aber die hat niemand. Ja? Das ist das Spannende. Es ist niemand da, der die hätte, weil Bewusstsein ist auch nicht ein persönlicher Faktor. Es ist total unpersönlich, so wie der Ausdruck von euch in jeder Form auch total unpersönlich ist. Es ist ein Aspekt von einer Idee, die im Bewusstsein auftaucht, aber von dem das Bewusstsein, was nicht ein Etwas ist, nichts hat, genau genommen. Ja? Es ist kein jemand oder ein Etwas, das da jetzt die Bestimmung machen würde. Und das ist für uns schlecht nachvollziehbar, weil wir glauben, dass wir jemand sind. Und dass da auch dann, wenn hier sowas auftaucht, das auch bestimmt worden sein muss und dass es dann sowas gibt wie einen Schöpfer, der sich darin erschöpft, dass er hier das so richtig hinkriegt, ja? Dass die Menschen ihn nicht ablehnen, weil er vielleicht was falsch macht. Ja. Glücklicherweise haben wir sowas nicht. Nicht wirklich. Aber es gibt trotzdem für viele genug Grund zu klagen, indem sie sagen, warum geht es mir nicht so gut wie dem? Oder ja, warum bin ich arm, ein anderes Reich? Warum habe ich nicht diese Fähigkeiten? Warum bin ich kein Wunderkind? Ja, und andere sind das. Ja. Aber das ist so. Das ist so. Das, was sich hier zeigt, ist die Verschiedenheit pur und keine Gleichheit im Sinne von. Aber das, was das Leben hier lebenswert macht, ist dann wirklich diese Gleichheit, die im Untergrund immer ist, diese Unterschiedslosigkeit. Das ist Schönheit pur. Ja. Ich wollte noch dazu sagen, also für mich ist es immer so, dass ich habe ganz tief dieses Wissen, dass das Beste ist, was ich machen kann. Also aus diesem Nicht-Machen heraus letztlich, ja, natürlich. Aber das Beste, was eigentlich uns möglich ist, in diese Tiefe zu schauen, in diese Wahrheit zu schauen, miteinander. Ja. In Ehrlichkeit. Hat sehr viel Schönheit. Ja. Behaupte sogar, ohne das ist nichts anderes schön für uns. Dass die Ebene ist in uns, die das als schön sehen kann, weil wir Schönheit pur sind. Ja. Und dann sehen wir das im scheinbaren Außen dann als schön. Natürlich würde jetzt die Gabi nicht zustimmen, dass das hier schöne Blumen sind, weil das, ich sagte, das habe dummerweise gestern gesagt, das sind schöne Blumen, die ihr da besorgt habt. Ja. Und dann sagte sie, naja, ist doch klar, so dass die schön sind, sonst würden wir sie ja nicht besorgen. Wir haben es ja schließlich ausgesucht. Ja. Sehr klar, so schön ist es ja zu mir. Hat mir dann
hat mir praktisch die Schönheit versucht, von diesem Blumenstrauß zu verweigern. Ja? Aber es hat nicht genutzt. Ich fand ihn trotzdem schön. Ja. Ja, das ist auch immer schön für mich zu hören, wenn das jemand so lebt oder verstanden hat, dass das das Zentrale ist, da den Fokus hinzulenken und das zu bedienen, weil alles andere dann einfach nicht problematisch ist im Leben. Ja, nicht wirklich. Auch nicht wichtig. Vor allem nicht wichtig, ja. 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 Also die innere Erfülltheit ist das Zentrale natürlich und das regiert eigentlich uns und wir versuchen es oft auf einer persönlichen Ebene, wo wir einfach in der Vermeidung von unangenehmen Dingen sind, weil wir die Ebene der Weisheit und Klarheit und Schönheit ja in uns auch haben, versuchen wir es oft auch in irgendeiner Weise hinzubekommen, dass es in uns irgendwie gut geht. Aber oft ist es dann, wenn es auf der persönlichen Ebene läuft, auf der Ebene der Vorstellung. Und dann glauben wir, wenn bestimmte Vorstellungen, die wir haben, sich erfüllen, es uns gut geht. Aber das ist was komplett konträr anderes, als eben das, wirklich in Öffnung in die Schönheit zu sein, die nicht von irgendwas im Außen abhängt. Du wolltest sie mal anschauen, um zu schauen, ob sie schön ist jetzt. Ich habe ihr zugestimmt. Ihr zugestimmt. Hast du es jetzt gebraucht, die Zustimmung? Oh nein, natürlich nicht. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Na gut. Ein erfolgloser Versuch, nichts zu erreichen, geht zu Ende. Es ist Leidensschlusszeit. Musik. Ja. Musik. Jetzt wach, oder? Es lebt schon wieder. Es lebt schon wieder. Du sagst jetzt, dass er wach ist. In der Filmindustrie gibt es ja diese Nebelmaschinen. Hier brauchen wir gar keine. Geht auch so. Danke dir, Vasi, du fürs Film. Das ist dein Schatz. Wirklich.